Seit dem letzten Amortcore-Spiel aus dem Hause From Software sind nun knapp 10 Jahre Zeit vergangen. In dieser Zeit bescherte das Studio uns grandiose Spiele wie Dark Souls oder Elden Ring. Vom ersten Demon's Souls bis zu Elden Ring durchliefen die Souls-Spiele eine stetige Entwicklung. Jetzt stellt From Software den nächsten Kracher aus ihrer Schmiede vor: Amortcore 6 Fires of Rubicon. Das Studio lässt die ruhende Serie somit endlich wieder aufleben. Wir konnten in Frankfurt vor Ort bei Bandai Namco das neueste Werk der Soulsmacher anspielen, wo Sepp vor Ort Hand an den Controller legen durfte und einfach ein bisschen Spaß haben konnte. Mit 10 anderen Spielern aus dem Bereich Online-Magazin, Twitch sowie YouTube feuerten wir uns so durch einige Missionen in Amortcore 6 Fires of Rubicon. Was wir dabei erleben durften und welchen ersten Eindruck das Spiel dabei hinterlassen hat, erfahrt ihr in diesem Video. Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist Rubicon 3, ein Planet, der durch die letzten lang anhaltenden Kriege vollkommen zerstört wurde. Auf dem Planeten befinden sich reiche Vorkommen der Substanz Korall, welche den technologischen Fortschritt der Menschen weit nach vorne katapultieren sollte. Es kam allerdings, wie es kommen musste, und durch umfangreiche Experimente wurde die Substanz immer instabiler, bis es zur Katastrophe kam. Durch eine gewaltige Feuerwelle wurde die Oberfläche von Rubicon 3 komplett zerstört und die Gewalt dieser Detonation zog ebenfalls die umliegenden Sterne in Mitleidenschaft, wodurch diese Planeten unbewohnbar wurden. 50 Jahre später macht sich die Menschheit erneut auf in das Sternsystem, da auf Rubicon 3 Reste der Substanz Korall erneut entdeckt worden sind. So entbrannte ein Krieg zwischen Großkonzernen, die das Material für sich beanspruchen wollen. Zwischen diesen finanziell unglaublich stark aufgestellten Mächten steht ein Widerstand. Welche Rolle dieser spielt, ist noch nicht ganz klar. Ihr befindet euch in Amortcore 6 Fires of Rubicon irgendwo dazwischen. Als freier Söldner haltet ihr da die Hand auf, wo das meiste Geld zu holen ist und werdet so mit verschiedensten Missionen beauftragt. In eurem Mech werdet ihr das Schicksal von Rubicon 3, den Konzern sowie dem Widerstand fortan begleiten. Auf geht's in die Schlacht. Kommen wir nun zum Ablauf und den Kernelementen. Nach dem eindrucksvollen Intro findet ihr euch im Hauptmenü des Spiels wieder, damit dem Kern der Kampagne. Anders als noch in Dark Souls bekommt ihr zwar eine fortlaufende Geschichte erzählt, könnt aber euren nächsten Einsatz gezielt auswählen. In den übersichtlichen Menü findet ihr verschiedene Punkte, um zu navigieren, was einfach von der Hand geht. Unter dem Punkt Missionen erhaltet ihr eure jeweils nächste Mission. Unter Training finden wir natürlich das Training, in dem ihr neue Techniken üben oder neue Mech-Kombinationen perfektionieren könnt. Als nächstes die Arena für aufregende Skirmish-Missionen und zu guter Letzt der Punkt Ausstattung, wo ihr euren Mech konfigurieren könnt. Bevor ihr euch in die Mission stürzt, macht ihr euch im Training mit den Möglichkeiten des Spiels vertraut. So habt ihr ausreichend Ruhe, um euch mit neuen Waffen einzuspielen oder mal neue Ausrüstungsteile auszuprobieren. Ebenso kann der Mech natürlich auch dekoriert werden, egal ob Waffen, Beine oder der Torso. Jegliches Teil des Gefährts kann optisch nach euren Wünschen angepasst werden. Dazu nutzt ihr verschiedenste Farben, Decals oder Oberflächenstrukturen. Bei der Ausstattung müssen diverse Punkte beachtet werden. Möchtet ihr eure Mech schwerfällig mit richtig großen Waffen? Dann schraubt statt Bein ein paar Ketten an. Rüstet euren mächtigsten Torso aus sowie die größten Raketenwerfer, die euch der Schwarzmarkt zu bieten hat. Allerdings hat dieser massive Aufbau Auswirkungen auf das Spielgefühl. Euer Mech ist fortan kein agiles, fliegendes Kriegsgerät mehr, sondern ein langsamer, vor Waffen und Panzerung strotzender Panzer. Die Auswahl der Ausrüstung bestimmt maßgeblich euren Missionsverlauf bzw. wie ihr die Mission angeht oder auch angehen könnt. Im Laufe des Spiels werdet ihr auf dem Schwarzmarkt immer mehr Ausrüstung freischalten können. Diese dürft ihr gegen die Ingame-Währung kaufen, um sie so an eurer Maschine anzubringen. Sollte euch das Geld mal ausgehen, gibt es keinen Grund zur Sorge. Unbenötigte Ausrüstung verkauft ihr einfach wieder oder spielt Nebenmissionen. So lässt sich der virtuelle Kontostand schnell auffrischen, was zum Experimentieren mit den Setups einlädt.
Da alle Waffen und Ausrüstungsteile jeweils Vor- und Nachteile haben, ist das auch bitter nötig. Bedingt durch die maximale Traglast als auch den Energieverbrauch entwickelt sich ein eigenes Ökosystem in eurem Mech, welches es zu beachten gilt. 12 Tonnen Stahl fliegen einfach schlecht, wenn euer Booster nur auf 8 Tonnen ausgelegt ist. Klingt komisch, ist aber so. Nach der Ausrüstung sucht ihr eure Mission aus. Durch den klaren tabellarischen Aufbau zusammen mit einer kurzen Erklärung, worum es im jeweiligen Einsatz geht, behaltet ihr die Übersicht. Gespräche zwischen den Personen laufen dabei immer in Sprachnachrichten ab. Zwar gibt es kurze Sequenzen, die das Geschehen voranbringen, diese sind aber eher in Storyfortschritten zu sehen, nicht zwischen den Nebenmissionen. Ihr verfolgt das Geschehen zu großen Teilen daher im Menü, was zum Flair des Spiels beiträgt. Schließlich möchte nicht jeder mit einem unabhängigen Söldner gesehen werden. Handelt es sich zu Beginn um kleinere Machtspiele, wird es schnell intensiver in der Geschichte. Das Stilmittel, die Storygespräche in der Form zu halten, funktioniert sehr gut. Erinnert man sich zum Beispiel an Metal Gear Solid Snake, wählte Kojima damals ein ähnliches Prinzip. Zwischendurch werden immer mal wieder Filmsequenzen eingestreut, die das Spiel auflockern. Wie zum Beispiel das Abfeuern eures Mechs auf dem Planeten. Insgesamt ist die Darbietung, Präsentation und Atmosphäre jetzt schon gut gelungen. Nach dem Missionsbriefing darf es direkt losgehen. Ihr kennt euer Ziel, habt euch ausgerüstet und werdet mit einer gigantischen Kanone auf den Planeten geschossen. Auf dem Boden der Tatsachen angekommen, geht es direkt in die Schlacht. Die Missionen von Armored Core 6 Fires of Recon sind unterschiedlich aufgebaut und bieten eine Menge Abwechslung. Dadurch, dass From Software euch bei jeder Mission auf eine andere Stelle des Planeten bringt, braucht ihr euch nicht erneut durch dieselben Gänge oder Umgebungen laufen, wie zum Beispiel in Elden Ring, um euer Ziel zu erreichen, sondern werdet direkt in ein schickes Missionsgebiet befördert. Das hat es dabei übersichtlich aufgebaut. Es ist klar für euch jederzeit zu erkennen, wann euer Angriff verfügbar ist, wie viel Munition noch über ist, wie eure Lebenspunkte aussehen oder wie viel Energie euer Mech noch hat. Energie ist dabei das tragende Stichwort. Das Spiel ist verflucht schnell, wenn man es drauf anlegen möchte. Durch den Energievorrat habt ihr nicht nur die Möglichkeit auszuweichen, ähnlich der Fassrolle in Dark Souls, sondern könnt euch natürlich vertikal in die Luft befördern, um frei zu fliegen. Auf den Tasten LT, LB, RT und RB befinden sich eure Angriffe, je nachdem, welche Waffe ihr ausgerüstet habt. Jede dieser Waffen kann bis auf ein gigantisches Laserschwert gleichzeitig abgefeuert werden, was sich unglaublich befriedigend anfühlt, wenn man 7 Ziele ins Ziel genommen hat, die Raketenlafetten auf euren Schultern, diese in Schutt und Asche legen, während ihr in einem irren Tempo auf einen Gegner mit einem Schild zurast, um diesen dann mit einem finalen Schwertschlag auszuschalten. Was uns direkt an einen weiteren Punkt der Mechanik des Spiels bringt: Das Staggering ist zurück. Wer Sekiro zum Beispiel gespielt hat, wird sich sehr gut daran erinnern können. Die Staggering-Mechanik ist eine Art Stabilitätsanzeige, die anzeigt, wie stabil ihr oder der Gegner im Stand gerade seid. Durch bestimmte Angriffe ist es möglich, diese Anzeige zu füllen. Ist der maximale Punkt erreicht, ist der Gegner zum Beispiel handlungsunfähig, zumindest für ein paar Sekunden. Anders funktioniert es bei einem Boss, der so nicht mehr durch ein gigantisches Schild geschützt wird. Diese Leiste kann durch bestimmte Waffen zügig, durch andere eher langsam gefüllt werden. Ein Laserschwert bringt die Leiste sehr schnell an ihre Grenzen, ebenso ein Plasmagewehr. Reine ballistische Waffen wie ein Maschinengewehr helfen hingegen weniger. Diese richtet dafür mehr Schaden an der Hülle an, wenn man dank Staggering das Schild für einen Moment deaktiviert hat. So fügt sich die Zusammenstellung eures Mechs sehr gut in das System ein. Schützen könnt ihr euch, wenn ihr eure Schildmodule anders belegt, andere Energiesysteme, stabilere, aber schwerfälligere Beinmodule anlegt und vieles, vieles mehr. Für euch ist eure Staggering-Leiste ebenso wichtig. Werdet ihr zu oft mit Angriffen getroffen, wird euer Mech für ein paar Sekunden kampfunfähig. Bis er sich regeneriert, fühlt es sich wie eine Ewigkeit an. Allerdings sind es nur 3 oder 4 Sekunden. Kämpft ihr hingegen in der Luft, stürzt ihr ab und landet unsanft auf dem Boden. Fallschaden gibt es zum Glück nicht.
Jede Mission startet ihr mit 3 Medipacks, die euch wieder zu neuen Lebenspunkten verhelfen. Diese können, wie auch die Munition, in der Regel nicht aufgefüllt werden. Ihr solltet euch also gut überlegen, wie ihr eure Ressourcen während eines Einsatzes behandelt. Ein angriffgetreu dem Motto Fire and Forget ist somit nicht zu empfehlen. Erreicht ihr den Punkt, an dem Munition sowie Medipacks aufgebraucht sind, der Gegner noch in Zahlen überlegen ist, ihr keine Nahkampfwaffe wie ein Schwert ausgerüstet habt, sieht es finster für euch aus. Leider sind die Missionsareale jedoch begrenzt. Gerade in den Bosskämpfen merkt man das stark. Ihr fliegt dann gegen eine unsichtbare Wand, die mit einer Banderole gekennzeichnet ist, die dann erscheint, um euch ein Restrict Area anzuzeigen. Insgesamt habt ihr aber ausreichend Platz, um nicht das Gefühl zu haben, dass ihr an einem Schlauchlevel steht. Jederzeit wird euch packende Mech-Action geboten, die ihresgleichen sucht. Diese Momente sind es dann, wo ihr einfach nur grinsend vor eurem Bildschirm sitzen werdet, euch einfach grandios fühlt. Natürlich ist die genaue Steuerung hier ein Punkt, der dieses Gefühl verstärkt. Zu keinem Zeitpunkt hat man den Gedanken, keine Kontrolle über die Action des Mechs zu haben. Alle Missionen sind dementsprechend gestaltet, man sieht schnell, dass ihr nicht unbedingt immer ein Panzer sein müsst. Kommen wir zu den optischen Finessen von Armored Core 6 Fire of Rubicon, welche sehr eindrucksvoll sind. Sicher, das Menü ist mechtypisch trist sowie strikt designt. Allerdings passt das gut in die Umgebung bzw. Erzählung des Titels. Schließlich seid ihr nur ein Söldner, der zwischen den Fraktionen wandelt. Das Spielgeschehen für sich ist ein weiterer beeindruckender Punkt. Alle Umgebungen waren in jeder Mission visuell abwechslungsreich strukturiert. Mal erlebt ihr wilde Gefechte in einer Stadt, in der ihr die Deckung zwischen Häusern sucht, um dann mit atemberaubender Geschwindigkeit in die Luft zu steigen und ganze Straßenzüge unter euch zu haben. Dann sahen wir riesige Wüsten inklusive einen aufziehenden Sandsturm oder einer Militärbasis. Optisch bieten die Areale auch immer wieder unterschiedliche Umgebungen, was es nicht langweilig werden lässt sowie für ausreichend Abwechslung sorgt. In Sachen Zerstörung gibt es gerade in den Städten so einiges, was euch um die Ohren fliegen wird. In einer Mission fegt ihr mit eurem Mech einen Hang hinab. Im Hintergrund seht ihr immer schneller eine Militärbasis auf euch zurasen. Bäume säumen euren Weg, allerdings ist so eine Fichte kein Gegner für ein tonnenschweres Gerät. Krachend rast ihr nun so durch die Wälder des Hangs, immer wieder feuert ihr dabei auf nahende Gegner und erlebt einen puren Adrenalinschub. Bis ihr dann schlussendlich die Klippen herunterspringt in eine militärbesetzte Stadt, wo ihr Flakgeschütze ausschalten sollt. Nun wird der Kampf in urbaner Umgebung fortgeführt. Zwischen Häusern spielt sich der Titel viel intensiver. Ganz nebenbei geht die Dekoration in Form von Brücken, riesigen Tanks oder kleineren Häusern aus Versehen zu Bruch. Der Klang der Waffen, die Funksprüche, die euch auf den Laufenden halten, die Partikel- und Raucheffekte sind wunderschön gestaltet. Zum Einsatz kommt die bereits bekannte Engine, die ebenso in Demon's Souls sowie Elden Ring genutzt wird, was ihr direkt merken werdet, gerade wenn ihr Elden Ring kennt. Die Außenareale sind weit auslaufend und wunderschön gestaltet. Bei einem Level in einer Fabrikhalle wirkt es schon fast klaustrophobisch. Die optische Abwechslung der Level ist absolut gegeben. Armored Core 6 Fires of Rubicon spielten wir in einer PC-Version an, die zu dem Zeitpunkt 2 Tage alt war. Allerdings versicherte Bandai Namco Entertainment uns, dass die Xbox Series X-Version ebenso in 60 Bildern pro Sekunde laufen wird und genauso hübsch aussieht wie das PC-Pendant. Dazu wird der Titel einen Qualitäts- und Performance-Modus beinhalten. Der Stand der Xbox Series X-Version war indessen nicht ganz klar. Vergleicht man allerdings die Engine von Elden Ring, ist davon auszugehen, dass der Titel auf der kleineren Konsole mit 30 Frames in 1080p laufen wird. Gerade in hitzigen Gefechten fügen sich die Sprecher stark in das Geschehen ein. Der Mech gibt euch dabei durch Ansagen Rückmeldungen, wie es um die Lebenspunkte aussieht, wie viel Munition ihr noch habt oder dass euch keine Medikits mehr zur Verfügung stehen. Die Ansagen wirken nicht ohne Bezug eingesprochen, sondern wirklich dynamisch und kräftig. Mit dabei ist ein epischer Soundtrack, der uns das ein oder andere Mal eine Gänsehaut in Kombination mit der Action verschaffen hat. Das Gesamtpaket gibt es dann übrigens für die Atmosphäre,
die sehr immersiv ist. Auch hier gibt es von uns einen Daumen nach oben. Ruckler, T-Wing oder ähnliche grafische Probleme hatten wir beim Anspielen nicht. Egal wie viele Raketen, Raucheffekte oder Einheiten auf dem Bild zu sehen waren, egal wie viele Gebäude dabei in Mitleidenschaft gezogen wurden oder wie groß die Bosse waren, stets lief die PC-Anspielversion des Spiels wie am Schnürchen durch. Ein klarer Vorteil der Engine, mit der vom Software mehr als Virtuosen agiert und ein tolles Gesamtbild auf dem Bildschirm zaubert. In Sachen Mehrspieler wird es in der Mord Core 6 Fire of Huikon eher ruhig. Der Titel ist als reines Einzelspieler-Erlebnis konzipiert. Wir fragten nach, ob es ähnlich wie in Dark Souls möglich sein wird, einem Mitspieler in seiner Mission zu helfen. In Dark Souls waren es noch Geister, in der Mord Core 6 könnte es vielleicht Dropbots sein, durch die andere Spieler über euch abgeworfen werden. Dieses wurde jedoch verneint. Die Erklärung, warum man diese Option nicht wünscht, ist hingegen schlüssig. Schließlich spielt man in der Mord Core 6 Fires of Huikon einen Söldner. Ein Einzelgänger begleitet durch seine Crew, nicht eine Gruppe von Söldnern oder wie in Dark Souls, eine weitere gefangene Seele in seiner Welt. Daher ist es schwierig, in den Missionen eine helfende Hand realistisch einzubauen, ohne die Story-Erfahrung zu zerstören. Zum Trost wird es aber diverse PvP-Möglichkeiten geben in Form von Arenen. Wie diese genau aufgebaut sind, wollte man noch nicht zurecht verraten. Verständlich, da sich das Studio vollends auf die Einzelspielererfahrung konzentrieren möchte. Leider konnten wir den Mehrspielermodus nicht ausprobieren, die Funktion war in der Purview-Version nicht erhalten. Insgesamt bietet das Spiel eine Menge Potenzial zum Jagen von Gegenständen oder besonderen Extras. Die Vielfalt ist riesig und euer Geld wird nie ganz ausreichen. Allerdings fanden wir keine Möglichkeit, Fundstücke in den weitläufigen Arealen der Missionen. Ist man von den Missionen oder anderem Story-Fortschritt gerade gelangweilt oder möchte seinen Mech in anderen Situationen testen, bietet sich der Trainingsmodus an und ihr könnt freie Aufgaben annehmen. Hier stehen zum Beispiel bereits besiegte Bosse zur Verfügung oder knifflige Aufgaben, durch die ihr euren Mech manövrieren müsst. Inwieweit das dazu weiter motiviert, nach der Story weiterzuspielen, lässt sich derzeit nicht sagen, da wir nur einen begrenzten Umfang des Titels anspielen konnten. Wir sind uns aber sicher, dass die übliche New Game Plus Möglichkeit erneut ein Teil sein wird. Kommen wir nun zu unserem kleinen, aber feinen Fazit zu dieser Anspielsession. Mord Core 6 Fire of Huikon wird jeden Action-Fan, der von anspruchsvollen Spielen begeistert ist, in seinen Bann ziehen. Die Präsentation hat uns absolut überzeugt. Gerade in den Gefechten kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Schade ist nur, dass zwischen den Missionen viel per Text bzw. Voice-Over kommuniziert wird. Selten sehen wir weitere eindrucksvolle Sequenzen wie das Intro. Die Steuerung funktioniert grandios, das Handling der Maschinen wirkte nie ungenau und die Anpassungsmöglichkeiten sind sicher schier unbegrenzt. Diese zahlreichen Eigenschaften laden ebenso den unerfahrenen Spieler schnell ein, die Welt von der Mord Core 6 zu erkunden, wie auch dem bereits erprobten Profi. Wie lange ihr mit dem Spiel beschäftigt sein werdet, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Wir hatten eine Handvoll Missionen zur Verfügung, die uns bereits mit tollen Bosskämpfen lange beschäftigen konnten. Insgesamt betrachtet können wir im Mord Core 6 Fire of Huikon nicht nur Souls-Fans empfehlen, sondern allen Spielern, die Mechs und Action mögen, die dank der etlichen Loadouts ihr ganz eigenes Tempo mit in das Spiel einbringen können. Nach unserer Zeit bei Bandai Namco Entertainment in Frankfurt können wir die Veröffentlichung kaum noch erwarten und werden für euch den Titel weiterhin im Auge behalten.